Gut aussehend, glücklich liiert, frisch gebackener Vater und wahnsinnig erfolgreich. Als Außenstehender könnte man da schon neidisch werden, als Betroffener schnell den Boden unter den Füßen verlieren. Genau dieses Phänomen, das gerne auch die großen Stars betrifft, nimmt Schauspieler Gregor Bloeb in seinem neuesten Stück auf die Schippe. In seiner Heimat Tirol kam es aus diesem Anlass zu einem Familientreffen der ganz seltenen Art. Innsbruck, die Wiege vieler berühmter Persönlichkeiten. Bei manchen muss man auch etwas genauer hinsehen. Erkennen Sie ihn? Gregor Bloeb, Theater-, Film- und Fernsehschauspieler. Wir haben ihn vor seiner großen Premiere getroffen und wollten wissen, wie viel Natürlichkeit steckt wirklich in so einem Star. Sobald man meint, einfach meine Person, ich bin so wahnsinnig toll und ich bin so interessant und ich, ist es relativ schnell vorbei. Und dann ist man im Dschungelcamp. Und damit es gar nicht erst so weit kommt, bereitet sich der vom Schlafmangel gebeutelte Fernsehstar und frisch gebackener Vater seit Monaten auf seine große Bühnenshow vor. In seiner Never-Come-Back-Show spielt er einen Showmaster, der feststellt, dass er gar nicht so toll ist, wie er immer dachte. Danke, 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 ich bin wieder da! Yeah! Er ist zurück und er liebt euch noch immer! Mit Humor und Sarkasmus nimmt sich der Innsbrucker bei seinem neuen Bühnenprogramm selbst auf die Schippe. Und wie überheblich ist er selbst so? Eigentlich sagen alle, dass ich ein wahnsinnig lieber und sympathischer, ein toller Mensch bin. Also das ist eigentlich so das, was mir so entgegenkommt. Gregor Bloeb, 20 Jahre Karriere und noch immer für jeden Spaß zu haben. Leidenschaft und viel Ehrgeiz stecken dahinter. Egal ob schleimiger Schlagersänger an der Seite von Ehefrau Nina Proll in Keinohrhasen, schmuddeliger Kerkermeister in Eineinhalb Ritter oder Schwerverbrecher im Tatort. Es gibt Dinge, die den 43-Jährigen vor dem Abheben schützen. Ich glaube, Größenwahn geht bei mir deswegen nicht, weil ich natürlich Familie habe. Und das hält dich ja sowieso auf dem Boden, weil du ja zwar irgendwo spielst und dann von mir aus auch einen gewissen Applaus genießt, aber du ja doch am nächsten Tag in der Früh aufstehen musst und einen kleinen Gaxi-Haufen aus der Windel rauslöffeln. Und das hält dann immer auf dem Boden. Aha, und genau diese Abgeklärtheit braucht er auch heute Abend bei der Premiere seiner Bühnenshow. Bloebs Familie nimmt in der ersten Reihe Platz. Vater Harry, Mutter Waltraud, Schauspielbruder Tobias sowie seine älteste Tochter aus erster Ehe und die Frau, die uns am besten verraten kann, wie er wirklich ist, der große Star. Gattin Nina Proll. Sie haben schon gemerkt, dass es sehr müde ist und sehr angespannt auch, weil man ja nie weiß, wie kommt es an und es klappt alles, haut der Hauen die technischen Sachen hin. Dann haben wir noch einen kleinen Säugling zu Hause, also der einen auch nicht schlafen lässt, also es ist gerade viel los. Ja. Und glaube ich, wenn man so einen Abend stemmt, ist ja nicht einfach und ihre Schwere ist allein wirklich so das Schwungrad anzuwerfen. Auch hinter der Bühne steigt die Anspannung. Die letzten Tage verlangten der Crew viel ab. 20 Stunden Proben waren die Regel. Doch Bloeb scheint nach wie vor von sich überzeugt. Nein, ich bin eigentlich älter. Ich werde umso entspannter bin ich. Jetzt kommt ein ganz großer Moment für meinen Assistenten. Yeah. Der Gregor ist ein sehr guter Schauspieler, deshalb tut er so, als wäre er cool und locker. Ich glaube, er ist sehr nervös und wenn der nicht nervös wäre jetzt, hätte er was falsch gemacht. Natürlich scheißt er sich jetzt voll ins Hemd. Ja. Also das Coole, das Lässige, das Überhebliche, hey Freunde, alle lieben mich, super, 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 wie der Gregor halt so ist, das ist jetzt natürlich alles abgeräumt. Doch Aufregung und Starallüren hin oder her, seine Ehefrau Nina weiß genau, wie ihr Gregor tickt und verrät es uns. Ob er jetzt singt oder tanzt oder irgendwelche blöden Witze macht, also das ist schon absolut er. Er kann aber genauso eine Nervensäge sein. Also so lustig das ist, so nerven kann das auch manchmal sein. Die Bestätigung, auch der große Bloeb ist nur ein Mensch, aber auf der Bühne ein Star. Die Premiere ein Erfolg.
Und wir haben es gefunden, eine Win-Win-Win-Situation! Es macht einfach Spaß. Oder? Ich finde, ich liebe das Leben, ich liebe die Menschen. Und ich glaube, dass Humor ein großer Fakt ist oder ein Faktum ist, dass es einfach auch so lebenswert und so liebenswert ist. Also doch, auch ein Erfolgsschauspieler nimmt sich mal gern auf die Schippe. Und ganz ehrlich, bei diesen Aussichten sind wir doch auch ganz froh darüber.